Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Ich wünsche euch viel Spaß. Oder dann auf einmal random irgendwo eine Spinne hang. Ja, ja, genau. Hing da. Und da oben irgendwie Ende war oder sowas. So dumm. Ne? Ja, da einfach, keine Ahnung, da war einfach, war einfach die Map zu Ende. Da war halt irgendwie so ein. Doch, da war Hogwarts irgendwie, aber. Die Ausfahrt von Hogwarts. Ich will sie auch mobben. Jetzt nicht hier, dass sie das mobben. Wer ist sie überhaupt? Ist sie eine neue Lehrerin hier irgendwie? Ah, doch, es geht. Es geht jetzt. Ja. Oh, nur noch Matt. Okay, muss, oh ja, es ging gerade. Ja, ja. Muss noch mehrmals kommen. Ja, kaputt gemacht. Jo, Bruder, sie kommt aus dem Leben gekickt. Ey, warte, lass die aus der Tür rauskicken. Warte. Ey, lass dich hier nach links. Ich muss hier raus. Wir können sie auch einfach schieben. Wir brauchen sie gar nicht schießen. Warte, guck, hör mal auf zu schießen. Man kann sie auch einfach schieben. Ja, mehr oder weniger, oder? Ja. Ja, es geht aber irgendwie ein bisschen, naja, einigermaßen. Jetzt haben sie gegen die Wand geschoben, jetzt haben wir kaputt gemacht. Ah, nee. Komm. Nee, warte, hoch. Ja, komm. Bisschen noch. Ja, wir begleiten dich aus der Tür raus. Mach dich weg. So, weiterschieben, sonst gehst du rein, nicht weiter. Naja. Jetzt ist sie wieder resettet wahrscheinlich. Ja. Ja gut, aber wenn sie da ist, so gesehen, ja, keine Ahnung. Egal. Wir zählen das, als sie war drinne. Ja, finde ich auch. Da oben kann man glaube ich nicht langlaufen, ne? Nee, nicht so, weil ich weiß. Schade. Wäre cool. Sie hätten noch Hogwarts so viel größer machen können, ne? Safe. Ja gut, ist halt immer noch ein Lego-Game so, ne? Mm. Ja, aber man kennt schon richtig viel von Lego-Games. Vielleicht ein neues Lego-Harry-Potter-Game, wo man so alle Jahre mit verbindet. Das wäre so richtig geil, Digga, so ein ganz komplettes, weißt du? Und war so komplett Hogwarts und mit Open World so ein bisschen. Ja, aber so alle Teile, weißt du? Ja, alle Teile in einem. 1 bis 7, beziehungsweise 1 bis 8. Der ist ja, glaube ich, nachher draufgegangen, ne? Alter, Harry! Dumbledore so komplett enttäuscht. Du kommst jetzt hierher, mein Junge! Bye. Digga, hat Dumbledore einen Badeanzug an oder so? Dumbledore? Ja? Keine Ahnung, hab ich nicht. Digga, der war oben einfach oberkörperfrei, so halb, Digga. Man konnte komplett durchsehen. Badematte. Ja, normal. Drei auch immer, Digga. Oh, ja, ich hab Ron eingefroren. Besonders bei so öffentlichen Veranstaltungen da oder Konferenzen da halt in der großen Halle. Na klar. Das ist ein Gewand. Das ist ja ganz normal, ne? Oh, warte. Das ist ein göttliches Gewand, was er macht. Warte mal, du kannst doch jetzt hier. Perfekt. Alter, du bist so hohl, ey, wirklich. Das musst du mit dem gelben Zauber machen, das kann Harry nicht. Nee. Doch, das ist oder? Doch. Ah, Schlüssel. Wohin? Keine Ahnung. Da oben! Ah, lol! Jetzt schalten wir noch einen Raum frei. Sie haben schon viel aus Lego Harry Potter gemacht, das muss man denen lassen. Ja, das stimmt. Aber stell dir vor, die ganzen Wände werden hier auch noch aus Lego. Ja, safe. Gut, muss man nochmal 13 Jahre zurückreisen. So 2010, Digga, für die Zeit, für das Jahr so. Also, ist schon nicht schlecht, ne? Ja, naja, die Charaktere hätten sie schöner machen können. Ja, gut, das stimmt. Aber sonst vom Worldbuilding her ist schon nicht verkehrt. Ja, ist schon nicht verkehrt. Digga, okay, was hat der Zauber für eine Kurve gemacht? Hast du gesehen? Nee, hab ich grad nicht drauf geachtet. Digga. Also dieser Expecto Patronum Zauber ging auf einmal hier nach links oder so einen riesen Bogen nach links gemacht. Stabil. Ey, weil du auf den Gegner gezielt hast. Ja, schon wieder hast du meinen Zauber. Ja, genau, gesehen. Hab ich gesehen. Gerade eben hier wieder, ich denke, ich hab gegen den Tisch gedingst. Alter, bei mir auch.
Wir brauchen der Zauber ist gerade an dem Gegner abgeprallt, an dem Spieler. Lol. Schon wieder? Hä? Warum? Was soll das? Nimm mal den anderen Zauber. Warte mal, den. Hier. Den roten. Ja, das geht. Ich nehme die zwei Torte mal ab. Wenn ich mich da hinstelle, kann ich mir da selber abschießen? Nee. Alter! Da brauchen wir den Alterungstrank. Den Alterungstrank. Weißt du, was da drin ist? Was denn? Weißt du, was da drin ist? Nein. Ich will da hin. Wo soll ich das wissen? Ja, deswegen. Deswegen will ich es jetzt herausfinden, was da ist, Alter. Ich will den Charakter hier oben. Wie kriegen wir den Charakter da oben? Wir müssen hoch, Räuberleiter. Ja, wieder vor. Warte, kann ich die nicht irgendwie hochheben? Die alte hier. Für sie hochheben, nicht ich. Mich hoch. Egal. Ich glaub, ja, komm. Nee, aber warte, wenn du da drauf gehst. Warte. Bin da. Ey, nein. Schade. Das klappt. Warte, ich weiß nicht. Bücher das spielen. Na, nee, glaub ich nichts. Ah, das NPC Gryffindor-Mädchen, let's go. Warte, was ist da oben? Mann, komm her. Komm. Oh, schade. Obst aus dem. Ah, okay, ist nur ein großer Obst da. Aber wo finden wir die anderen Teile? Keine Ahnung. Hier irgendwo. Oh, hab ich was angezündet. Noch was. Pack hier den Opa ab. Ging nicht. Er hat den dann einfach abgelegt, diese Sitzkacke da. Nö, was jetzt? Was ist das gemacht? Es raucht ein bisschen. Oh, da ist er. Ah, jetzt. So kommen wir an die Charaktere ran. Interessant. Ah, dann kriegen wir uns jetzt, oder? Doch, das kriegen wir jetzt hin. Komm, ist mir scheißegal. Also, weißt du, in manchen Lego-Games, ich weiß nicht, keine Ahnung, zwischen Lego und Indiana Jones, wenn du solchen so ein Blumensymbol hast, weißt du? Genau, dann. Aber dann kannst du irgendwie so, also manche Frauen bzw. Mädchen können so einen Doppelsprung machen. Und höher springen einfach. Ja, genau, ja. Also die haben so super sportliche Fähigkeit da. Yeah. Wie sie da eben. Wir brauchen noch eine Banane. Ja. Alter, jetzt ist einfach blau. Wo ist die Banane? Keine Ahnung, die liegt hier schon. Ey, ich will die Banane doch nur. Oder kriegt man die erst, wenn man hier reingeht, bestimmt? Ich glaube schon. Nein, aber wir können da halt nicht rein, da wir diesen Zauber nicht haben. Obwohl, warte. Wenn wir diesen Dings nehmen, diesen Verwandlungstrank. Stimmt, wir könnten den Opi da nehmen. Den Vater von den Harry. Also Harry. Harrys Vater ist tot. Digga, die fliegen auf einmal. Was? Hast du gesehen? Die flog hier. Nein, hab ich nicht gesehen. Doch, diese Typen da gerade eben. Wir haben keinen mit dem Zauber. Ja, aber gerade eben flogen die über uns rüber. Ich rede jetzt nicht vom Metallzauber, sondern vom anderen. Welchen? Ach, ist auch egal. Wirst du nachher sehen. Warte mal, haben wir jetzt hier einen krasseren Zauber? Ist ein Metallzauber? Nein, hab ich ja gerade gesagt, wir haben keinen. Wir müssen, wenn, dann einen kaufen. Ah, na gut. Sollten wir hinbekommen. Ab zum tropfenden Kessel. Let's go. Alter, hast du das gerade gesehen? Nee. Mein Zauber, ich habe gerade ausgeschossen, der ging aber wieder im Zickzack zurück. Ja, ich check's auch nicht. So, was haben wir denn hier? Kein Scheiß kaufen. Nein, ich nicht Harry Smoking für 80.000? Ich habe meinen Controller gar nicht in der Hand. Perfekt. Digga, Harry Smoking 80.000, wie sehe ich denn aus, Alter? Bin ich Bill Gates oder was? Ja. Der kann den Lamborghini kaufen. Ja, normal. Denke ich will schon. Obwohl, Lambo für 100.000, ich weiß nicht. Aber Mercedes S-Klasse bestimmt. Oder ein BMW 7er. Kannst du einen älteren Lamborghini kaufen? So einen Lamborghini Traktor. Ja, let's go aus der Steinzeit. Für 30.000. Ja, normal. Vertrauensschüler, ganz wichtig, Alter. Den brauche ich. Den Hufflepuff und Slytherin Vertrauensschüler. Obwohl, dann würde ich lieber zum Hufflepuff Vertrauensschüler gehen.
Der fette Mönch. Die Nase. Bringt der fette Mönch was? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir wollen einen nur mit Metallzauber, Mann. Haben wir nicht, glaube ich. Doch wir könnten uns, während wenn wir diesen schnell diesen Bosskampf machen würden, könnten wir uns den schnell holen. Welchen Bosskampf? Den mit der Schlange. Dann könnten wir uns hier Voldemort da holen, also den Vorgänger, wie hieß der nochmal? Tom Riddle. Genau, da hört man. Ja, dann müsstest du das Level aber nochmal machen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee, man kann doch einfach nur den Bosskampf. Okay. Ist ja nichts gewesen außer der Bosskampf. Ja, aber wie willst du bekommen? Wie teuer ist denn überhaupt? Keine Ahnung, kann sein, dass es 1 Million kostet. Der fette Mönch. Gib ihm den mir. Nehmen wir. Warte mal, ich brauche jetzt den fetten Mönch, was kann er? Ey, Bruder, ich brauche deinen Zauber. Please. Ich belief an dich. Fetter Mönch, bitte. Kann der irgendwas? Nee, kann er nicht, er ist. Nein, Digga. Digga. Mann. Aber er ist schneller. Er ist schneller als normale Charaktere. Wow. Och, Digga. Mann, ich hatte schon Hoffnung. Ja gut, da müssen wir wohl noch warten, bis wir den Zauber erlernen. Er hat nicht mal einen Zauberstab. Er kann da gar nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du mein letztes Video sowie rechts die Playlist zum aktuellen Projekt. Zudem könnt ihr doch in der Mitte meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann mit der Reise in Hogwarts weitergeht. Möge bis dahin die Magie mit euch sein.